Wir sind hier in einem Wald in der Schweiz. Der Grund ist der, dass ich euch noch einmal die Vor- und Nachteile der drei Geigerzähler, die ich vertreibe, auf den Punkt bringen will, aufzeigen will. Drei Geigerzähler der Firma Quarterad. Ich schwenke jetzt die Kamera auf die Bühne. Die Show gehört diesen drei Geräten. Sind meine drei Favoriten, weshalb ich mich auch darauf fokussiert habe, diese drei Geräte zu verkaufen, zu vertreiben. Zum einen der Erde 1008, meiner Meinung nach der aktuell beste Geigerzähler, den es auf dem Markt gibt. Warum? Er hat zwei Sensoren verbaut, zwei Pancake-Sensoren. Er misst die Beta-Alpha und die Gammastrahlung jeweils separat und zeigt die auch separat auf dem Display an, als zwei getrennte Werte. Das ist absolut einzigartig und unumgänglich, oder wie soll ich sagen, es ist nur so möglich, ein Gerät zu bauen, das komplett von der Hintergrundstrahlung abgekoppelt Kontaminationen messen und anzeigen kann. Und darum ist dieses Gerät einfach das schnellste, was es auf dem Markt im Moment in dieser Preislage für Privatkunden, Privatanwender gibt. Natürlich ist es auch für professionelle Anwendungen sehr geeignet. Dann der RD1706 ist auch ein Top-Gerät. Natürlich aufgrund der SBM20-Zählrohre, die darin verbaut sind, kann keine Alpha-Strahlung messen. Ist aber ansonsten ein sehr präzises, robustes Gerät. Für die meisten Anwendungen eigentlich gut geeignet. Dann der Radex One, der absolut kleinste Geigerzähler, den es überhaupt gibt, der wirklich ein Geigerzähler ist und präzise Strahlung messen und anzeigen kann. Er hat ein SBM20-Zählrohr verbaut. Wenden wir uns jetzt in diesem ersten Video dem Gerät links zu, dem Radex RD1008. Wie gesagt, meiner Meinung nach das wohl beste Gerät, der wohl beste Geigerzähler, der aktuell für wenig Geld, für sagen wir unter 1000 Franken, in der Regel unter 800 Franken oder Euro erhältlich ist. Damit zielt er vor allem auf die ambitionierten Privatanwender ab, wird aber auch bereits sehr verbreitet genutzt von professionellen Anwendern, weil die sind auch nicht immer bereit, sehr viel für Geräte zu bezahlen. Hauptsache, das Gerät ist robust, ist präzise, ist genau und sehr sensibel, was für dieses Gerät hier definitiv zutrifft. Was gleich auffällt bei allen drei Geräten, ist die wirklich sehr hochwertige Verpackung. Wirklich sehr schönes Design. Sehr gut gemacht, ich würde sagen, praktisch auf Apple-Niveau. Quarterad hat sich hier in den letzten Jahren mächtig ins Zeug gelegt. Nicht nur was die Geräte anbelangt, die Technik, sondern eben auch die Verpackung, wie das Ganze daherkommt, wie das Ganze dem Kunden quasi serviert wird. Die Geräte sind alle, man sieht das hier, ich habe das jetzt schon einmal geöffnet, versiegelt ab Werk. Das heißt, nach der Produktion erfährt jedes Gerät eine Endkontrolle, einen Endtest, eine Kalibration. Danach wird es verpackt, versiegelt und wird so ausgeliefert. Okay. In diesem ersten Video geht es um dieses Gerät. Ich gehe nicht speziell auf Details ein. Es geht mir einfach darum, euch kurz einen Überblick zu geben, in möglichst kurzer Zeit, was ihr konkret geliefert erhält, wenn ihr bei mir sein Gerät bestellt oder auch anderswo. Mit dem RD1008 erhält ihr einen Quick Start Guide auf Englisch. Das ist bei jedem Gerät ist dieser so dabei. Die fundierte, detaillierte, manchmal bis zu 40 Seiten umfassende Betriebsanleitung ist jeweils online verfügbar auf meiner Homepage oder direkt auf der Homepage des Herstellers. Ich nehme das Gerät jetzt einmal heraus. Was sofort auffällt, ist die sehr hochwertige, das sehr hochwertige Innenpolster.
ist wirklich sehr präzise auf das Gerät zugeschnitten, sehr passgenau. Mein Tipp, ihr könnt das, ich zeige das jetzt gleich mal, herausnehmen. Ich habe das jetzt schon einmal herausgenommen, es ist am Grund unten fixiert mit ein paar Leimtropfen. Ihr könnt es aber relativ gut herausnehmen und quasi mitsamt dem Gerät so in eine wasserdichte Kunststoffbox zügeln und dann habt ihr gleich eine perfekte Innenpolsterung in einer entsprechenden Transportbox. Wenn man das Gerät umdreht, ist hier der Sensor auf der Rückseite zu sehen. Ich mache das jetzt einhändig. Einmal so. Das ist der Pancake-Sensor für Beta- und Alpha-Strahlen mit einem Glimmer-Endfenster darüber. Ich schalte ihn jetzt kurz ein. Ich gehe jetzt in diesem Video hier nicht auf die Details, auf die Einstellungen und die verschiedenen Sachen im Gerät selber ein, weil das würde das Video dann wieder extrem in die Länge ziehen. Ich habe das auf anderen Videos beschrieben und ihr könnt das auch online überprüfen, nachlesen. Ich habe hier ein paar Strahlenquellen aufgestellt, ein Uranerz. Die hohe Sensibilität bringt den RD1008 sofort zum Ticken. Ich bin jetzt doch immer noch in etwa einem Meter Entfernung zu den Objekten. Wie gesagt, es geht in diesem Video nicht um Details, es geht auch nicht darum, genaue Messungen durchzuführen oder die hohe Sensibilität genau anhand einer Messung aufzuzeigen. Dafür sind die hier zur Schau gestellten Objekte schon viel zu stark radioaktiv. Ich gehe jetzt gleich rüber zu einem Papier, das ich vorbereitet habe, wo ihr quasi, jetzt stelle ich kurz den Zähler aus, die Facts über das Gerät selber nachlesen könnt. Ich hoffe, dass das so zu sehen ist. Ich kann jetzt noch einmal etwas näher hingehen. Wie gesagt, es ist wahrscheinlich der beste Geigerzähler der Welt. Soweit ich informiert bin, ist der RD1008 der einzige Geigerzähler überhaupt, der simultan Gamma- und Beta-Alpha-Strahlung messen und anzeigen kann. Dafür hat er zwei voneinander unabhängige Pancake-Detektoren mit ca. 50 mm Durchmesser verbaut. Wer den RD1008 einmal direkt mit anderen Geräten, wie zum Beispiel den RD1706, einen Inspektor oder einen Gamma-Scout oder irgendwelche andere verglichen hat, stellt erstaunt fest, wie rasch und eindeutig selbst ganz schwach radioaktive Strahlung mit dem RD1008 festzustellen ist. Ich lese das jetzt nicht alles runter, ich will euch ja nicht langweilen. Ich gehe jetzt einfach einmal so durch und ihr könnt dann entsprechend das Video anhalten und das durchlesen. Das wären also die Facts zu diesem Gerät hier, dem RD1008 von Quartarat. Wie gesagt, meine Meinung, das wohl aktuell beste Gerät, der beste Geigerzähler, den man für unter 1000 Franken oder Euro erhält. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, er kann locker mit Geräten, die das Zweifache kosten, mithalten. Dazu kommt eine wirklich sehr, sehr hochwertige Verarbeitung aus bruchsicherem ABS-Kunststoff. Also wirklich ein einfach geniales Gerät. So. Liebe Leute, ich schließe damit das erste Video und bis zum nächsten Mal. Tschüss.